Im Zusammenhang mit dem Umgang mit der Ukraine nehmen innerhalb der EU die Spannungen zu. Ungarn weigert sich hartnäckig, mit Kiew in Kürze EU-Beitrittsverhandlungen aufzunehmen. Beim Außenministerrat in Brüssel hielt Budapest seinen Widerstand in dieser Frage aufrecht und verärgerte damit viele andere Mitgliedstaaten. The only way I can read Hungarian position, not just on Ukraine, but on many other issues, is that they are against Europe and everything that Europe stands for. Auf einem EU-Gipfel, der am Donnerstag in Brüssel beginnt, werden die Staats- und Regierungschefs über die Beitrittsgespräche sowie über die Bereitstellung zusätzlicher 50 Milliarden Euro für die Ukraine beraten. Ein Rettungsanker für ein Land, das sich gegen die russische Invasion verteidigt. Beide Beschlüsse werden derzeit von Ungarn blockiert. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba, der sich ebenfalls in Brüssel aufhielt, sagte, es stehe für beide Seiten viel auf dem Spiel. I cannot imagine, I don't even want to talk about the devastating consequences that will occur, shall the Council fail to make this decision. Not only with regard to Ukraine, but in a broader sense on the issue of enlargement as a whole. Ungarn hält jedoch an seinem Veto fest, da es die Ukraine nicht für beitrittsfähig betrachtet und der EU-Kommission vorwirft, das Land falsch zu bewerten. Az álláspontunk világos. Jelenleg nem adott a helyzet arra, nem kész a helyzet arra, hogy az Európai Unió Ukrajnával csatlakozási tárgyalásokat kezdjen. És ez nem egy taktikai pozíció a részünkről, hanem ez egy megalapozott pozíció. Die Ukraine erklärte, sie erfülle die Forderungen der EU in Bezug auf die Korruptionsbekämpfung und die Justizreformen in Rekordtempo, um die Beitrittsgespräche aufnehmen zu können.